Die erste Fachtagung des Saale Wirtschaft e.V. zum Thema künstliche Intelligenz und IT-Sicherheit wurde am 4. Juni im IGZ Innovations- und Gründerzentrum Rudolstadt ausgerichtet. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der zunehmenden Integration künstlicher Intelligenz in unser tägliches Leben ist es von entscheidender Bedeutung, die Sicherheitsaspekte dieser Technologien zu verstehen. Hier entstand eine Plattform von und mit Experten zur Cybersicherheit und künstlichen Intelligenz. Diskutiert wurde, wie die Sicherheit in einer Welt gestärkt werden kann, in der KI eine immer größere Rolle spielt. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute im IGZ Rudolstadt am 4. Juni uns zusammengefunden haben mit ganz, ganz vielen Gästen, um die erste Fachtagung des Saale Wirtschaft e.V. zum Thema künstliche Intelligenz und Cybersecurity über die Bühne gebracht haben. Es war ein sehr erfolgreiches Vorbereiten. Wir hatten eine ganze Reihe von namhaften Ausstellern, interessante Produkte hier im IGZ versammelt. Eine äußerst hochwertige Tagung mit vielen spannenden Fachvorträgen, vielen guten Impulsen zu mitnehmen. Und wir haben dort als Saale Wirtschaft genau da angefangen, wo wir letztes Jahr im November aufgehört haben, nämlich mit einer wirkungsvollen Abschlussveranstaltung, haben den Schwung rübergenommen, haben es dank dem Dr. Gerd als wichtigen Partner auf ein neues gewagt und gewonnen. Ich habe gar nicht mehr so sehr viel zu ergänzen. Das Besondere an der Veranstaltung heute ist, dass wir hier eine gute Mischung haben zwischen natürlich der Zielgruppe Unternehmen, auch Kommunen natürlich, und dass diejenigen auf Nachfragerseite stehen vielleicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz, ganz viele, die heute hier im Markt der KI-Möglichkeiten präsentieren. Das sind Forschungsprojekte, das sind aber auch vor allen Dingen Transferzentren. Ich persönlich bin hier heute im Namen von ProKI Ilmenau und dem Mittelstand Digitalzentrum Ilmenau. Es gibt noch sehr viele weitere und ich glaube, der Kontakt kann im Nachgang gern über den Saale Wirtschaft e.V. hergestellt werden oder auch über uns persönlich, also Herrn Frost oder auch mich direkt. Am Ende der Vorträge wurden kleine Einblicke in die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Cybersicherheit gewährt. Wir fragten bei zwei Ausstellern, an welchem Projekt sie mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Ich bin vom Mittelstand Digitalzentrum Darmstadt hier heute dabei. Wir sind ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördertes Projekt. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung. Und wir haben heute unseren KI-3D-Drucker dabei, an dem wir demonstrieren wollen, wie künstliche Intelligenz in der Qualitätssicherung und Prozessüberwachung eingesetzt werden kann. Und das Ganze zeigen wir heute am Beispiel vom 3D-Druck, lässt sich aber auch übertragen auf alle anderen Fertigungsprozesse, bei denen man eben mithilfe optischer Verfahren die Qualität identifizieren kann. Für die Qualität und den Erfolg eines 3D-gedruckten Bauteils ist insbesondere die erste Druckschicht von Interesse. Da muss eben eine gute Anhaftung des Bauteils an der Bauplattform vorliegen. Und genau das versuchen wir hier mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz zu erkennen. Wir haben unter der Bauplattform, die aus Glas ist, eine handelsübliche Digitalkamera installiert. Und mit der nehmen wir, nachdem die erste Schicht gedruckt wurde, ein Foto auf des Bauteils. Und das wird dann eben von der künstlichen Intelligenz rasterweise analysiert. Und so bekommt der Maschinenbediener im Endeffekt ein Feedback darüber, wird der Druck gut oder sollte ich vielleicht jetzt schon abbrechen, bevor er in ein paar Stunden vielleicht schief läuft. Das ist Spot, unser Roboterhund, der bei uns am Fachgebiet Qualitätssicherung und industrielle Bildverarbeitung an der TU Ilmenau tätig ist, in einem von mehreren Projekten, und zwar im Projekt Holz 21 Regio. Wir bestücken den Roboter mit Kamerasystem und setzen ihn dann im Wald ein, um die Vitalität des Waldes bzw. der Jungpflanzen zu beurteilen. Im IGZ scheint man schon in der Zukunft angekommen zu sein. Und der eine oder andere Interessierte konnte feststellen, dass er damit bereits bewusst oder auch unbewusst arbeitet.